Dieser Podcast wird präsentiert von Genius Alliance. Was ist Beirat und Aufsichtsrat? Das ist ein Stück sein Wissen weiterzugeben. Ja, man gibt Ideen. Das ist egal, ob wir da über einen jungen Menschen oder über einen älteren Menschen sprechen, über KI oder über ein Finance-Thema. Das ist, da können wir jedes Thema nehmen. Es geht darum, das Wissen einzubringen, was man selber an Erfahrungsschatz hat, um ja diesem Unternehmen zu helfen, seine Ausrichtung besser zu gestalten und die Probleme zu lösen, beziehungsweise da als Impulsgeber und Ideengeber zur Verfügung zu stehen. Du hörst den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hochspezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder and CEO Norman Müller. So, es ist wieder Zeit für eine neue Folge hier im Genius Alliance Podcast. Mein Name ist Norman Müller und mein heutiger Gast ist die renommierte Karriereexpertin für angehende Beiräte und Aufsichtsräte, Ulrike Birkigt. Hallo Ulrike. Ja, hallo Norm, schön hier zu sein. Schön, dass wir es geschafft haben. Ja. Herausforderungen. Ulrike, bevor wir loslegen und vor allem die geheimen Türen der Macht öffnen, weil darüber will ich heute mit dir reden, und erfahren, wie man das Mandat eines Beirats oder auch eines Aufsichtsrats erhält, beziehungsweise was dafür notwendig ist, möchte ich noch ein bisschen mehr über dich erfahren. Stell dich doch selbst noch mal ganz kurz vor, damit wir auch oder unsere Zuhörer ein bisschen mehr über dich selbst erfahren und wie du zu dem beruflichen Schaffen gekommen bist, was du heute machst, wenn das ein deutscher Satz war. Danke, Norm. Ja, wie du eben so schön mich schon vorgestellt hast, genau. Ich bin Karrierecoach für Beirats- und Aufsichtsratsinteressierte und begleite meine Kunden vor allen Dingen im Networking und in der Kompetenzbeschreibung. Ja, wie ich da hingekommen bin. Ich bin studierte Diplomökonomin. Ich habe nochmal einen Master in Personalentwicklung da vor vielen, vielen Jahren draufgesetzt und ich war klassisch nach meinem Studium in der HR-Consulting unterwegs gewesen, viele Jahre als Personalberaterin für verschiedene Unternehmen tätig und ich bin irgendwann in ein Karrierehaus gekommen und habe von Anfang an Personen, C-Level vor allen Dingen, geholfen, in eine neue Position zu kommen. Mhm. Und eines Tages lag dieses Thema einfach auf meinem Tisch. Es gab das Thema noch nicht und es gibt immer Personen, die gerne Beirat oder Aufsichtsrat werden möchten und man hat mich damals gefragt, Ulrike, kannst du etwas entwickeln, damit wir Personen und Interessenten in eine Beirats- oder Aufsichtsratsrolle begleiten können? Und so bin ich an dieses Thema gekommen. Im Endeffekt auch von nichts stand auch mal vor diesem Thema, dass ich mich da sozusagen ganz tief eingegraben habe und von der Pike auf erarbeitet habe. Stark. Genau. Dann haben wir uns bei LinkedIn getroffen, wo man sich sonst auch trifft. haben dann darüber gesprochen, denn wir haben bei der Genius Alliance gar nicht so lange her, vielleicht 1-2 Monate, angefangen, KI-Beiräte zu kuratieren. Das sind alles Persönlichkeiten in Summe, die wenigsten waren schon Beiräte. Ja? Und die meisten davon haben einfach eine langjährige Expertise und erfüllen eigentlich einen sehr strengen Katalog an Anforderungen, den wir aufgestellt haben. Und interessieren sich eigentlich genau für den Weg, Beirat oder Aufsichtsrat zu werden. Ich würde heute gerne diese Folge nutzen, um selbst da noch ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, um so ein paar Insights von dir zu erfahren. Ich durfte natürlich auch über jetzt fast 2 Jahrzehnte Aufsichtsräte und Beiräte kennenlernen. Deswegen auch so der kleine Wink mit dem Zaunpfahl. Da geht es nämlich tatsächlich auch auf gewisse Weise um Macht. Wir wollen aber heute vor allen Dingen mal aufklappen, welches Potenzial ein Beirat oder ein Aufsichtsrat für ein Unternehmen hat, ja, welchen Gewinn ich dadurch habe und vor allen Dingen, wie vielleicht der ein oder die andere das auch werden kann. Bevor wir da tiefer einsteigen, lass uns mal eine Begriffsklärung machen. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Beirat und einem Aufsichtsrat? Ja, das ist ein ganz spannendes Thema und vor allen Dingen ist das ein Thema, was ein rechtliches Thema ist. Das heißt, wenn wir Richtung Beirat oder Aufsichtsrat schauen, dann ist das Aufsichtsratsthema ja in der Regel geklärt durch das Aktiengesetz und durch den Corporate Governance Codex.
Und vom Beirat reden wir ja meistens im klassischen Mittelstand, ne? Der klassische Mittelstand kann natürlich auch einen Aufsichtsrat haben. Oftmals begegnen wir hier aber dem Beirat. Und wenn wir da schauen, Beirat oder Aufsichtsrat, Aufsichtsrat ist nun mal ein kontrollierendes Gremium und das ist im Beirat nicht unbedingt das Thema, sondern da ist man halt von rechtlichen Regularien abhängig. Und dann vor allen Dingen, wenn ja das Unternehmen, gerade Familienunternehmen, ja selbst entscheiden können, möchte ich einen Beirat installieren, dann können natürlich die Gesellschafter sich überlegen, wie möchte ich denn so ein Gremium eigentlich bei mir im Unternehmen installieren. Und da reden wir meistens vom Beratenden. Jetzt kann ich mir gut vorstellen, und das fällt, glaube ich, allen Zuhörern jetzt hier auch nicht besonders schwer, wenn ich ein Unternehmen habe und ich brauche vielleicht in meinem Unternehmen gewisse Kompetenzen, die ich jetzt nicht in Form von Mitarbeitern vorhalten kann. Nehmen wir mal das ganz große Thema künstliche Intelligenz oder was uns ja auch in den letzten Jahrzehnten begleitet hat, das Thema Digitalisierung. Dann macht es ja durchaus Sinn, wenn wir mal an den Mittelstand denken, dass ich mir einen Beirat zusammenstelle. Also es muss ja nicht eine Person sein, es können ja auch mehrere Personen sein, der mir dabei hilft, möglichst unabhängig mein Unternehmen voranzubringen. Ja, das können ganz konkrete Projekte vielleicht sein oder auch strategisch, unternehmensstrategische Fragen sein. Was ich in der Vergangenheit öfter mal gesehen habe, gerade in größeren Mittelständlern, vielleicht auch Konzernen, da gibt es dann Beiräte oder Aufsichtsräte, da sitzen dann zum Beispiel vier Steuerberater drin. Also, weißt du, was ich meine? Also, Ja, ich weiß genau, was du meinst. Genau. wo ich mich dann gefragt habe und gesagt, okay, was ist denn die Funktion oder wo liegt denn jetzt hier besonders der Fokus? Macht es Sinn, mehrere Kompetenzträger aus verschiedenen, vielleicht sogar komplementär wirkenden Expertinnen und Experten aufzubauen? Also wie sieht so ein idealer Beirat aus oder Ja, Aufsichtsrat? unbedingt, unbedingt. Wenn man sich einen guten Beirat zusammenstellen möchte, dann sollte man unbedingt den Fokus auf einen diversen Beirat haben. Und divers, da sprechen wir nicht nur vom Geschlecht Mann oder Frau, sondern wir reden vor allen Dingen, was die Kompetenzen anbelangt. Ja, es hat überhaupt keinen Sinn, wenn wir da mehrere Personen mit den gleichen Kompetenzen im Beirat haben, weil dann schwimmen alle in der gleichen Suppe und das ist im Endeffekt nicht förderlich für das Unternehmen. Weil wenn man einfach mal schaut, gerade so Richtung Mittelstand, was du gerade angesprochen hattest, Richtung, vielleicht wenn wir mal den Fokus auf so einen beratenden Beirat setzen und wir schauen, in der Regel sind das, ich sag mal, der Klassiker sind so drei Beiratsmitglieder in so einem Mittelstand. Manchmal sind es auch fünf, aber das ist so oftmals der Klassiker, den man da so im Mittelstand vorfindet. Und das macht überhaupt keinen Sinn, wenn das drei Personen mit dem gleichen Kompetenzprofil sind, weil alle den gleichen Blick haben. Und das ist einfach für das Unternehmen wertvoll, sich da Personen an Bord zu holen, die verschiedene Kompetenzen mitbringen. Und vor allen Dingen aus der Brille heraus, was möchte ich denn eigentlich mit so einem Beirat bewirken? Ich möchte ja, dass der mir irgendwie hilft. Ich möchte, dass der als Sparringspartner mir zur Verfügung steht, dass der mir Unterstützung gibt, dass ich mit denen Themen besprechen kann, mit denen ich mit anderen Personen vielleicht nicht sprechen kann. Und es geht ja in diesem Gremium immer auch um das Thema Vertraulichkeit. Aber vor allen Dingen sind jetzt ja, ich wünsche mir ja irgendwo für mein Unternehmen und für mich als Inhaber und Gesellschafter ja in irgendeiner Form Unterstützung und auch einen Impulsgeber, einen Ideengeber, einen Sparringspartner. Und wenn alle, ich sag's mal, in die gleiche Suppe reden, dann bringt das ja überhaupt gar nichts. Also das ist überhaupt nicht sinnvoll, sondern es macht schon Sinn, sich verschiedene Kompetenzen an Bord zu holen. Und die Kompetenzen setzen sich immer so zusammen, was das Unternehmen im Endeffekt auch braucht. Was sind denn die Herausforderungen, vor denen das Unternehmen steht? Ja, sind das Wachstumsschmerzen? Sind das Lieferschwierigkeiten? Sind das Absatzschwierigkeiten? Sind das Themen zu, ja, also alle Unternehmen müssten eigentlich im Moment dieses Thema haben. Die künstliche Intelligenz kommt alle auf uns zu und sich nicht mit diesem Thema zu beschäftigen, ist eigentlich ein absoluter Fauxpas, ja. Auch da sollte man einfach schauen, welche Kompetenzen kann ich mir da an Bord holen, ja, um da auch Input zu bekommen in meinem Bereich. Unbedingt. Vor allen Dingen wäre es jetzt ein gutes Momentum, glaube ich, Ja. weil ich meine, wie viele KI-Experten kennst du in deinem Umfeld? Kann sich ja jeder jetzt gerade mal fragen, wie viele Leute kann ich wirklich aktiv ansprechen, dass die mir vielleicht in Form von einem Beirat helfen? Ja, also das ist, glaube ich, jetzt auch ein gutes Momentum, um mal darüber nachzudenken. Ich glaube, das vielleicht noch ein halbes Jahr, ein Jahr weitergedreht,
werden viele Unternehmen genau solche Leute jetzt einfach in ihr Unternehmen holen, um dann mit solchen Gremien ganz konkrete Sachen im Unternehmen umzusetzen. Und die Fachkräfte dafür sind wirklich rar. Also das muss man wirklich sagen. Ja, da hast du unbedingt recht. Was das ein oder andere Unternehmen vielleicht noch auch macht, ist, sich so ein Projektbeirat noch an Bord zu holen, zu seinem, ich sag's mal, klassischen Beirat, den man schon installiert hat. Das ist auch noch so eine Möglichkeit. Die ein oder anderen Unternehmen gehen da schon hin und setzen zum Beispiel Projektbeiräte Richtung der GNZ auf. Und so gäbe es ja auch eine Möglichkeit, zum Beispiel zu sagen, ich installiere jetzt einen Projektbeirat und hole mir da Kompetenzen bezüglich KI an Bord. Also es gibt so viele Möglichkeiten, sich da Unterstützung zu holen. Also unbedingt. Das ist ein super wertvoller Tipp, weil ich glaube, das ist natürlich vielleicht auch so, ich versuche jetzt gerade die Perspektive eines Unternehmers oder einer Unternehmerin einzunehmen, die sagt, naja, brauche ich jetzt noch ein Kontrollgremium? Ja, ich habe ja jetzt schon genug Meetings mit meinen Fachabteilungen. Aber ich glaube, man muss verstehen, dass das wirklich Know-how-Träger sind, die einfach nochmal viel bessere Entscheidungsmöglichkeiten oder Entscheidungswege eröffnen. Und vielleicht kann man das genau mit deinem Beispiel gut ausprobieren, dass man sagt, man muss ja jetzt noch nicht dieses ganz große Umstrukturierungsding inszenieren, sondern man nimmt sich erstmal so ein Teilprojekt raus und probiert mal einen Projektbeirat aus. Ein Projekt, was einfach auch endet dann. Ne? Genau, und was natürlich vielleicht auch wertvoll daran ist, wenn man mal so schaut, wie oft sich denn so ein klassischer Beirat im Jahr trifft. Ne? Mhm. Die haben, ich sag mal, wenn wir jetzt mal wieder Richtung Mittelstand schauen, die haben da ihre 4 Sitzungen im Jahr. Ja, so eine Tagessitzung mit Vor- und Nachbereitung. Und natürlich kriegt man dann Impulse Richtung KI. Jetzt ist es so, dass viele Unternehmen ja nur ganz, ganz große Herausforderungen haben, vielleicht auch sogar vor dem gar nichts stehen, ne? Und mit KI noch gar nicht viel anfangen können und da noch ganz am Anfang sind. Und ich glaube, da wäre das einfach nochmal wertvoll zu schauen, okay, wie oft brauche ich denn eigentlich den Input Richtung KI? Und mit einem Projektbeirat kann man da auch nochmal andere Regelungen treffen, zu sagen, wir brauchen jetzt einfach viel mehr Input und es reicht eigentlich gar nicht, uns jetzt viermal im Jahr für einen Tag zu treffen, sondern wir brauchen jetzt da einfach ein bisschen mehr Power dazu. Und da ist natürlich so ein Projektbeirat eine interessante Sache, um voranzukommen. Ne? Ja, sehr cool. Also für alle, die jetzt zuhören, wir werden gleich noch den Perspektivwechsel machen und sagen, wie werde ich eigentlich Beirat? Das kommt auf jeden Fall noch. Ich würde gerne noch ein bisschen bei den Unternehmen bleiben. Wie muss ich mir das Ganze vorstellen? Wie lange dauert so ein Auswahlprozess? Also mal angenommen, ich habe ein Unternehmen, ich rufe dich an, zum Beispiel, oder ich melde mich bei der Genius Alliance und sage, ich hätte gerne so einen Beirat, ich habe ein Projekt, ich habe vielleicht auch grundsätzlich vor, das in meinem Unternehmen fest zu etablieren. Wie lange dauert so ein Auswahlprozess und was kostet mich das am Ende? Kann man das sagen? Aus der Unternehmensperspektive? Also das ist ganz unterschiedlich. Vielleicht, da gibt es so eine hundertprozentige Regelung, gibt es dazu nicht, auch wie lange dieser Auswahlprozess dauert. Also die Frage ist erstmal, habe ich schon einen Beirat und hole jetzt ein neues Mitglied an Bord oder muss ich erstmal komplett mir einen neuen Beirat installieren? Da sind ja auch rechtliche Themen, die da dran stehen, dass ich eine Satzung habe und dass ich ja da für mich das einfach geregelt habe als Unternehmer. Das ist ja so die Frage, was habe ich denn eigentlich schon? Oder ist das alles schon installiert? Ist das alles da? Und ich möchte jetzt ein zusätzliches Beiratsmitglied an Bord holen. Da sind natürlich auch bestimmte Themen, die man dann besprechen möchte. Aber wenn man dann das, ich sag's mal, rechtlich alles für sich abgeklärt hat, jetzt bin ich kein Rechtsanwalt und möchte da ehrlich gesagt auch auf diese Themen heute gar nicht so eingehen, weil es da einfach die Rechtsanwälte gibt, die sich mit diesem Thema beschäftigen, wie man das alles aufsetzt. Aber wenn man jetzt mal einfach auf die persönliche Entscheidung geht, wenn ich jetzt für mich als Unternehmer mir überlegt habe, ich möchte mir da jetzt noch ein zusätzliches Beiratsmitglied mit bestimmten Kompetenzen an Bord holen, dann kommt es ja darauf an, zu schauen, wo bekomme ich denn so eine Person her? Und das ist aus Unternehmenssicht, ja, der eine oder andere lässt sich da schon sehr professionell helfen und der andere schaut natürlich auch in sein persönliches Netzwerk. Und wenn ich jetzt mal auf den Unternehmer schaue, mein Beirat möchte ich so installieren, dass ich mit absoluten vertrauenswürdigen Personen zusammenarbeite, weil ich bespreche in meinem Beirat einfach Themen, die nicht nach außen kommen sollen, die einfach, ich sag's mal, vertraulich sind.
und die auch vertraulich in dem Raum bleiben müssen. Das heißt, ich brauche absolutes Vertrauen zu all diesen Personen, die in meinem Beirat sind. Das heißt, ich möchte die unbedingt kennenlernen und ich möchte die auch auf Herz und Hirn prüfen, ob ich zu denen tatsächlich Vertrauen habe und vertrauensvoll mit dieser Person zusammenarbeiten kann. Weil wir hier über Themen sprechen, die halt nicht nach außen gehen sollen, ja. Sei es, wie ist es um das Unternehmen bestellt, wie läuft es gerade, wo haben wir Schwierigkeiten, wo müssen wir eigentlich nachjustieren? Also das sind einfach unternehmensinterne Informationen. Und je nachdem, ob ich schon gedanklich für mich eine Idee habe, mit wem ich eigentlich sprechen möchte, oder ob ich die Idee habe, ich kenne da niemanden in meinem Netzwerk, ich brauche schon Unterstützung von außen. Viele von denen beauftragen dann ein Personalberatungshaus. Ja, das ist so eine Möglichkeit. Aber die Realität sieht ja heute immer noch anders aus, weil es halt ein Vertrauensthema ist, dass der ein oder andere halt seinen Rechtsanwalt, seinen Wirtschaftsprüfer, seinen Freundeskreis fragt, kennst nicht immer den, mit dem wir mal sprechen können. Das ist der Klassiker, wie das heute noch überwiegend gerade auch im Mittelstand funktioniert. Und da wird das später auch klar und immer mehr klarer, warum das Netzwerken so ein wichtiges Thema ist, um ein Arbeitsmandat zu kommen. Genau, wie schnell das dann geht. Man geht mit den Personen ins Gespräch, man lernt die Person kennen, vielleicht kennt man die Person auch schon, es gibt einen Empfehler. Ich habe schon alles erlebt. Von innerhalb von 3 Wochen hat sich die Unternehmensfamilie entschieden, dass wir die und die Person an Bord holen möchten. Dann dauern die rechtlichen Regularien noch ein Stück, bis die Vertragssachen fertig sind, sodass da dann schon noch mal ein bisschen Zeit ins Land geht. Ja, und manch einer braucht erstmal Ewigkeiten, um sich zu überlegen, wollen wir das jetzt wirklich? Und genau, und die verschiedenen Gespräche stattfinden. Also, wer das wirklich möchte als Unternehmer und für sich einen Entschluss gefasst hat, ich möchte einen Beirat installieren, der kann da auch relativ zügig sein. Okay, und das Honorar ist Verhandlungssache, ne? Also das muss dann Das entsprechend. Honorar wird in der Satzung festgelegt und das entscheidet, das überlegt sich natürlich auch vorher der Entscheider, die Unternehmensfamilie, die Gesellschafter, die entscheiden darüber, wie wollen wir dann eigentlich unseren Beirat vergüten. Und das ist vorher alles festgelegt, sodass es da feste Sätze in der Regel gibt. In der Regel, ja, ich möchte einfach immer sagen, in der Regel, jeder findet da auch so ein Stück seine eigene Guideline, dass es oftmals ein fixes Gehalt gibt, plus, ich sag's mal, Reisekosten. Und da kann man alles sehen, von 9.000 Euro, 20.000 Euro, 30.000 Euro und aufwärts. Das ist ganz unterschiedlich. Genau. Sehr spannend. Vielleicht noch, um ein anderes Modell noch mit reinzubringen, in kleinere Form vielleicht, wie ich vielleicht auch in den letzten Jahren gearbeitet habe. Ich habe zum Beispiel für Unternehmen gearbeitet, da war ich der Beirat, also gab es keine weiteren Personen, vielleicht temporär für ein bestimmtes Projekt. Aber man hat mich zum Beispiel beauftragt zu sagen, wir arbeiten jetzt in den nächsten 12 Monaten zusammen, wir haben das und das strategisch vor und wir brauchen eine andere Perspektive, wir brauchen vielleicht auch andere Netzwerkpartner, die das Unternehmen vielleicht nicht hat, die ich dann mitbringe. Oder wir brauchen eine spezielle Expertise für ein ganz spezielles Projekt beispielsweise und dergleichen. Also das war für mich immer so die kleinste Beiratsfunktion, ja, die ich so persönlich kannte. Und das, was du ja jetzt auch ansprichst, zum Beispiel für Familienunternehmen, die vielleicht Traditionsunternehmen schon länger am Markt sind. Da geht es dann so 3 Beiräte und aufwärts natürlich dann auch in einen professionelleren Findungsprozess. Weil ich glaube, das ist dann nochmal wichtig, die Zusammenstellung genau zu besprechen. Mich würde mal interessieren, ich habe im Vorfeld so ein bisschen recherchiert über das Thema, vor allen Dingen auch, wann so ein Beirats- oder Aufsichtsratsthema scheitert. Ja? Da sind mir so Beispiele gekommen, wie das zum Beispiel in einem Beirat oder einem Aufsichtsrat mehrere Personen dieselbe Expertise haben. Das war jetzt ein Beispiel. Ein anderes Beispiel war, dass es Aufsichtsräte oder Beiräte gibt, die mehrere Mandate haben. Und da hat so ein Experte gesagt, okay, es gibt auch Leute, die haben so 50 bis 200 Mandate. Habe ich mir gedacht, okay, wie seriös kann das sein? Also was kann man ehrlicherweise noch handeln, was ist ein seriöser Rahmen? Wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden als Beirat gewinnen möchte und sagen, wie viele Mandate hast du schon?
Welche Zahl sollte der nicht übersteigen, damit das noch ein seriöses Miteinander wird? Ja, ich glaube, man sollte sich auch dann die Gesamtkonstellation der Person angucken. Also ist die Person nur, ich sag's mal, in Beirats- und Aufsichtsratsmandaten tätig oder ist sie noch ist sie selber Unternehmer, ist sie selber noch beruflich anders verhaftet sozusagen, ja? Und Personen, die ausschließlich nur noch im Beirat und Aufsichtsrat tätig sind, auch da muss man schauen, um was sprechen wir hier? Sprechen wir hier um ein Beiratsmandat in einem Mittelstand, der vielleicht beratender Beirat ist? Da gibt es Personen, die haben auch 6, 7 Beiratsmandate. Und wenn man dann schaut, dass diese Person ja 4-mal im Jahr eine Beiratssitzung hat, mit natürlich Vor- und Nachbereitung, dann ist das händelbar. Ja, das ist so ein bisschen der Konstrukt. Oder sprechen wir hier von einem wirklichen Aufsichtsratsmandat in einem Konzern, dann ist das eine ganz andere Nummer und dann sollte man eigentlich nicht mehr als 1 oder 2 dieser Aufsichtsratsmandate haben. Aber es ist immer die Gesamtkonstellation. Ne? Wo ist die Person denn noch unterwegs und welche Position hat sie noch inne? Und das ist auch eine Frage, die ja, der zukünftige Mandatsträger sich selber fragen muss, wie viel Zeit kann ich eigentlich investieren, um wirklich bei der Aufgabe gerecht zu werden, weil es braucht keiner mehr, da jemand sitzt, seine Zeit absitzt und hinterher das Gehalt für sich hat. Aber ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass diese Aufsichtsräte und Beiräte eigentlich keiner mehr haben möchte. Ja, das ist interessant. Deswegen bin ich auch eingestiegen mit dem Thema Machtstruktur. Ja? Also wenn ich an Beiräte und an Aufsichtsräte denke und das vielleicht auch mal bei Google eingebe und dann oben auf Bilder klicke, dann haben wir, weiß ich nicht, ein Durchschnittsalter von 60 oder sowas. Ja? Jetzt wollte ich dich mal fragen, hat sich da was geändert? Weil wenn wir über KI reden, Digitalisierung reden, ich fände es total cool, wenn im Aufsichtsrat oder Beirat vielleicht auch so ein 19-Jähriger oder eine 21-Jährige sitzt, die dann einfach nochmal genau über diese Fachkompetenzen inhaltlich Deep Dive machen kann. Ja, das ist Findet da was statt an ja, Entwicklung? das ist eine schwierige Frage und die muss man auch von verschiedenen Seiten beleuchten. A, die erste Frage ist, möchte das eigentlich eine 19- oder 20-jährige Person? Kann die das eigentlich? Je nachdem, wo sie gerade steht in ihrer Tätigkeit, ist das für diese Person wirklich schon attraktiv? Kann sie das zeitlich mit ihrem Studium vielleicht in den ersten Berufserfahrungen, hat sie überhaupt Zeit dafür, noch on top so eine Tätigkeit auszuführen? Ne? Und wenn man jetzt Richtung, ich sag mal, wenn wir Richtung Kontrollgremium schauen, Aufsichtsrat, das ist wirklich eine Nummer. Und da muss man sich wirklich fragen, habe ich das Know-how in so einem Aufsichtsrat tatsächlich eine Kontrollfunktion durchzuführen, weil ich da halt auch haftend mit meiner eigenen Person, also in Haftung stehe. Und ich weiß nicht, ob das wirklich ein junger Mensch möchte und das überhaupt ausführen kann, schon alleine von den beruflichen Erfahrungen her. Da machen wir mal ein ganz großes Fragezeichen dran. Die meisten die diese Aufsichtsgremien innehaben, würden sagen, das funktioniert nicht. Und das ist auch der Grund, warum da heute auch keiner sitzt. Weil das einfach Haftungsthemen sind, Erfahrungsthemen. Und wenn man aber ich, wo ich einfach gerne mit in das Boot springe, auch Richtung Aufsichtsrat, und da versuchst du ja gerade so zu triggern, braucht man nicht trotzdem das Know-how der Personen? Ja, das braucht man unbedingt. Und vielleicht braucht es da andere vertragliche Gestaltungen, um sich dieses Know-how an Bord zu holen, ohne dass diese Person in Haftung ist. Weil um was geht's denn da? Da geht es ja eigentlich um dieses Ideengeben, um dieses Impulsgeben und aber nicht um dieses kontrollierende Aufsichtsgremium. Und da brauchst du andere Möglichkeiten, um diese Menschen an Bord zu holen. Wenn wir jetzt mal wirklich Richtung Aufsichtsrat schauen. Wenn wir jetzt in Richtung beratenden Beirat schauen, wo es mehr um Beratung geht, und wir auch dieses Aufsichtsthema vielleicht gar nicht haben, da könnte man sich sicherlich schon eher überlegen, die eine oder andere Person an Bord zu holen. Und ich glaube, da gibt es schon das ein oder andere Unternehmen, die sich da auch eine jüngere Person mit bestimmten Kompetenzen an Bord geholt haben. Aber weil es beratend ist und daher kommt auch dieses Thema mehr Impulsgeber, Ideengeber zu sein. Und das haben wir im Aufsichtsorgan mit der kontrollierenden Thema einfach nicht. Ich könnte das ja auch kombinieren, oder? Ich könnte ja sagen, ich habe einen Aufsichtsrat und einen Beirat.
Das habe ich so noch gar nicht gehört. Ich will Vielleicht jetzt gar nicht erfinden mal so wir das jetzt. dagegen Wir stimmen. erfinden das jetzt einfach. Genau. Es ist ein rechtliches Thema. Da müsste sich dann mal wirklich rechtlich jemand mit auseinandersetzen. Man hat es vielleicht schon. Aber man kann sich natürlich beratend immer Personen an Bord holen. Also wenn ich auch diese Personen nicht als diese Bezeichnung Beirat oder Aufsichtsrat an Bord holen möchte, gibt es ja auch andere Möglichkeiten, wie sicherlich mir diese Person mit den Kompetenzen als Berater an Bord zu holen. Genau, vielleicht als Projektbeirat. Ja, Genau. genau. Aber mir gefällt der Impuls zu sagen, warum soll ich auf diese Kompetenzen verzichten, auf der unternehmensstrategischen Ebene? Warum kann ich das nicht kombinieren? Ja, ich verstehe das alles, mit rechtlichen Bedenken oder rechtlichen Problematiken. Die jungen Leute werden das sicher nicht übernehmen wollen, sondern die wollen einfach sagen, ich suche mir genau aus, ob ihr spannend für mich seid oder das Projekt spannend für mich ist und dann investiere ich mich da. Aber ich kann mir nichts Besseres vorstellen, vielleicht auch so eine gewisse Heterogenität in einem Beirat zu haben, von Kompetenzträgern, aber auch von Generationen, ja, Ja. dass ich einfach, und ich liebe die Gespräche mit meinen Kindern, ja, ich nutze jede Gelegenheit, um zu erfahren, wie kommuniziert ihr, wo informiert ihr euch, wie arbeitet ihr zusammen, ja, was sind eure Lifehacks und so weiter. Und das ist, glaube ich, ein ungemeiner Wert, den ich da für ein Unternehmen schaffen kann, wenn ich mir diese Kompetenzträger in ein Team hole, wie auch immer Ja, das heißt, unbedingt. wenn es ein Beirat ist oder ähnlich, dann natürlich umso mehr. Ja, unbedingt. Gerade beim beratenden Beirat ist das, denke ich mal, möglich. Genau, da eine gute Diversität an Bord zu holen, ne? Zwischen sehr erfahrenen Personen und Personen, die einfach ja jünger sind und anderen Spirit, anderen Input reinbringen. Ulrike, drehen wir das Ganze um. Wagen wir den Perspektivwechsel. Alle, die hier zuhören, wollen natürlich wissen, wie komme ich denn in so einen Beirat oder einen Aufsichtsrat rein? Was muss ich vielleicht für Voraussetzungen erfüllen? Wie ist so ein Weg dahin, um in einem Unternehmen Mandate annehmen zu können? Ja, ganz spannende Frage. Es ist die Frage, die mir, glaube ich, jeden Tag die Personen stellen. Wie komme ich denn jetzt eigentlich in so ein Beiratsmandat? Genau. Ein Großteil der Personen, die das erste Mal in so ein Mandat kommen möchte, die haben eigentlich schon auch diesen Fokus, ich würde gerne Richtung beratenden Beirat gehen. Ich würde mich da auch erstmal so ein Stück ausprobieren. Wie funktioniert das eigentlich? Und wie geht das eigentlich? Und da man ja in ein Beirats- oder Aufsichtsratsmandat berufen wird, kann man sich darauf in dem Sinne nicht bewerben. Und trotzdem ist die erste Frage, die ich immer jedem stelle, wer weiß denn, dass sie Beirat oder Aufsichtsrat werden möchten? Und da ist dann meistens, da wird schon dann immer dünner und im Endeffekt wird es dann immer leiser um die Person. Und das ist schade. Es steht und fällt alles so ein Stück damit in seinem Leben mit Personen, mit denen man in den Austausch geht, ein Stück auch immer wieder das einzubringen, dass man für ein Beirats- oder Aufsichtsratsmandat zur Verfügung steht und Interesse daran hat, weil was ist Beirat und Aufsichtsrat? Das ist ein Stück sein Wissen weiterzugeben. Ja, man gibt Ideen und es ist egal, ob wir da über einen jungen Menschen oder über einen älteren Menschen sprechen, über KI oder über ein Finance-Thema. Das ist, da können wir jedes Thema nehmen. Es geht darum, das Wissen einzubringen, was man selber an Erfahrungsschatz hat, um ja diesem Unternehmen zu helfen, seine Ausrichtung besser zu gestalten und die Probleme zu lösen, beziehungsweise da als Impulsgeber und Ideengeber zur Verfügung zu stehen. Und das geht nur übers Netzwerken. Das heißt, ja, ich muss in irgendeiner Form über mein Netzwerk angesprochen werden, um in den Beirat oder Aufsichtsrat berufen zu werden. Und wenn man schaut, das haben alle Mandatsinhaber alle gemeinsam. Sie sind alle über eine Person, über ein Netzwerk, über eine Konstellation in irgendeiner Form in diesem Beirat oder Aufsichtsrat berufen worden. Da kann man sich einfach nicht wirklich für bewerben, sondern man muss im Endeffekt mit dem Entscheider, ja, der darüber entscheidet, wen wir dann wieder an Bord holen möchten, mit dem muss man in den Austausch gehen. Und man muss sich natürlich überlegen, wer ist denn der Entscheider? Ist das der Unternehmensinhaber? Ist das der Beiratsvorsitzende? Sind das die Gesellschafter? Ist das der Aufsichtsratsvorsitzende? Wer ist eigentlich der Entscheider, der entscheidet, wer als nächstes in den Aufsichtsrat oder Beirat berufen wird? Und mit dieser Person oder mit diesen Personen muss man in einer Form in Kontakt treten und sich erstmal kennenlernen.
Weil keiner beruft eine fremde Person einfach in den Beirat oder Aufsichtsrat, es sei denn, da geht eine Riesenreputation vorweg, dass man einfach sagt, also diese Person müsste jetzt unbedingt in den Aufsichtsrat rufen, berufen, sonst wäre das echt schade. Aber auch da finden natürlich Gespräche statt. Das heißt, das ist, glaube ich, ganz interessant und auch eine gute Unterscheidung. Es ist keine Stelle, auf die ich mich bewerbe, ja, also macht keinen Sinn, sondern das ist in erster Linie eine vertrauensvolle Geschäftsbeziehung, ja, oder auch zwischenmenschliche Beziehung, Zwischenmenschlich, ja. genau, die besteht oder wächst. Und das ist ein wichtiger Punkt, den du gesagt hast. Ich muss das ja auch irgendwie kommunizieren. Also wenn keiner weiß, dass ich dafür zur Verfügung stehe, dann nützt mir auch die intensivste Beziehung zu dieser Person nichts. Ja, sie würde nicht auf die Idee kommen, mich anzusprechen. Wie mache ich das? Hast du da so ein paar heiße Tipps, wie ich das kommunizierbar mache, das professionell? Ja, also wie gesagt, als erstes, und das ist das Allerwichtigste, so früh wie möglich in seinem Leben, wenn man da so Lust hat und dafür zur Verfügung steht, kommuniziert das in euren Gesprächen. Ich sag mal, mach es dir zur Angewohnheit täglich, wenn man mit Menschen in den Austausch geht und jeder fragt einen, wie geht's und wie läuft es gerade und was machen Sie gerade so, wo stehen Sie gerade, das ein Stück immer wieder mit einzubinden. Und übrigens stehe ich, würde ich auch für das Thema Beirat und Aufsichtsrat, das interessiert mich, da würde ich auch gerne mein Wissen einbringen und weitergeben. Das einfach, sage ich mal, so zur Normalität in seinen Netzwerkgesprächen zu machen, dass einen dieses Thema interessiert. Ich bin immer wieder erstaunt darüber, was für tolle Gespräche daraus entstehen, was mir meine Kunden zurückmelden, wenn sie das dann erstmal für sich so verinnerlicht haben, dass das ein Stück Normalität ist, darüber zu reden. So wie auch jeder darüber redet, wenn er sich selbstständig machen möchte. Oder dass auch Normalität ist, wenn man einen neuen Job sucht, dass man da ja auch sich ja, für bestimmte Positionen interessieren. So sollte man das auch so ein Stück für sich verankern, dass das, dass man für dieses Thema auch zur Verfügung steht. Das ist das A und O. Das zweite ist, für sich ein Stück zu überlegen, wer ist denn meine Zielgruppe? Also für wen möchte ich denn eigentlich Beirat oder Aufsichtsrat werden? Ich sage immer jedem, sie möchten oder du möchtest dich nicht für jedes Unternehmen auf den Beirats- oder Aufsichtsratsstuhl setzen, weil das Unternehmen entweder zu klein oder zu groß ist, die Branche einfach uninteressant ist, die Kultur nicht passt. Sich selbst zu überlegen, wo möchte ich denn gerne eigentlich mein Wissen weitergeben? Was sind denn Unternehmen, die für mich spannend sind? Und da kann man mal schauen Richtung Branche, Richtung Unternehmensform, Richtung Größe. Da gibt es viele Indikatoren, die man sich selber mal überlegen kann. Auch Richtung Kultur. Möchte ich mehr mit jungen Menschen zusammenarbeiten? Möchte ich vielleicht in einem Start-up-Beirat sein? Oder möchte ich das für den Mittelstand im Maschinenbau oder in einem anderen industriellen Zweig? Also da braucht man ja auch ein Stück Affinität zu sagen, da hätte ich Lust zu. Wenn man das für sich so ein Stück klar hat, dann weiß man auch so ein Stück, wo die Zielrichtung hin ist. Und dann kann man auch schauen, wer ist denn da der Entscheider? Und wo ist denn der Entscheider, um mit diesem Entscheider überhaupt ins Gespräch zu kommen? Und so ein Geheimtipp, wie ich das vielleicht ja auch sagen würde, ist ganz interessant, ist immer die Frage der Multiplikatoren. Das heißt, ein Multiplikator ist der, der diese Zielgruppe in einer größeren Menge hält. Und da Zugang zu hat. Wer ist denn ein Multiplikator, mit dem ich mich verbinden und vernetzen sollte, um mit dieser Zielgruppe, die für mich interessant ist, in den Austausch zu gehen? Würde mir sofort die Genies Alliance einfallen, sowieso. Genau. Aber was auch cool ist, also das war für mich zum Beispiel ein interessantes Learning, mich regional zu engagieren. Ja? Also wenn ich mir überlege, ich nehme Kontakt mit der IHK auf, mache da vielleicht einen Vortrag, Wirtschaftsförderung, Stadt und Landkreis ist hier ein großes Thema. Ich könnte mich am Gründerzentrum engagieren, weil die sind immer wieder total erfreut, wenn sie Expertise bekommen, weil sie das oftmals aus den eigenen Reihen gar nicht anbieten. Ja, wenn ich mir anschaue, wo soll in den Behörden die zum Beispiel KI-Kompetenz herkommen? Ja, vielleicht aus purer Leidenschaft vom IT-Administrator, der im Keller die ganzen Patchfelder verbindet. Ja, der kann da noch einen Beitrag leisten, aber ansonsten freuen die sich einfach, wenn man dort Beiträge für die Region auch leistet. Und diese Kommunikationswege sind natürlich kurz,
Und man wird dann halt auch gern durchgereicht. Ja? Also wenn der Vortrag bei der IHK super funktioniert hat, dann ist man halt im Gründerzentrum oder wo auch immer dann auch noch auf einem guten Stand. Und wenn man das dann so professionell vorbereitet und kommuniziert, dass man dann zum Beispiel immer wieder auch Touchpoints mit der Personal Brand hat, dann ist es ja genau das, was die Leute dann immer mehr in den Kopf reinkriegen. Ah, okay, Beirat wäre auch ein Thema. Ja, aber unbedingt. Ich glaube, die Unternehmen haben das nicht so richtig auf dem Schirm. Ja. Also, dass das ja also ein unfassbarer Wachstumsbooster ist, weil, wenn man ehrlich ist, wie viel Zeit haben die im Tagesgeschäft zu innovieren, andere Strategien auszuprobieren, über den Tellerrand hinauszuschauen oder Kontakte in ihrem Netzwerk zu erweitern? Schwierig. Also es ist ein echter... Ja, eine riesen Herausforderung und es wäre ein totaler Gamechanger. Du sprichst mir total aus dem Herzen, Norm. Weil du einfach schon selber gesagt hast, wenn man mal selber sich als Speaker auf die Bühne stellt und das ist halt auch ein Stück so ein Geheimnis von diesen Menschen, die vielleicht schon ein Beirats- oder Aufsichtsratsmandat innehaben. Als erstes ist erstmal Geben angesagt. Was kann ich denn geben, bevor ich in die Nebenrolle gehe? Und wenn ich als Geber unterwegs bin, wo kann ich mich denn auch ein Stück sichtbar machen? Das ist auch so ein Zauberwort, dieses endlich sichtbar zu werden. Und das ist auch immer so ein Tipp, den ich gebe, genauso wie du schon gesagt hast, mal bei der IHK oder in Verbänden. In welchem Verband bin ich denn unterwegs? In welchen Verbänden sind denn vielleicht auch, ist denn diese Zielgruppe, wo ich gerne hin möchte? Kann ich da mal einen Vortrag halten? Vielleicht eine kurze Speaker-Note, eine kleine Diskussionsrunde. Die Verbände und die Vereinigung, die sind doch alle dankbar, wenn da jemand mal mit einem Thema kommt und gerade mit dem KI-Thema oder mit einem Thema, was die Person einfach für sich mit hat und dabei hat und dazu einfach mal einen kleinen Vortrag hält. Und dann kommt mit diesen Menschen einfach eine Interaktion. Man stellt sich selber vor, man hat die Möglichkeit, ein Stück auf der Bühne zu stehen und kann ganz, ganz tolle und wertvolle Kontakte knüpfen. Und vor allen Dingen, man hat schon eine kleine Arbeitsprobe abgegeben. Weil wenn man mal schaut, Thema Beirat, Aufsichtsrat, um was geht es da? Es geht immer um das Thema Vertrauen. Mhm. Ich hole mir nur jemanden an Bord, zu dem ich absolutes Vertrauen habe, dass der zu mir passt. Und es ist immer einfach, mit jemandem in Interaktion zu gehen, der mich schon kennt, der mich schon mal gesehen hat, mit dem ich schon mal gearbeitet habe, für den ich schon mal ein Projekt gemacht habe. Und vor allen Dingen auch Freiberufler. Immer wieder schauen Sie mal so ein Stück zurück. Für wen haben Sie schon gearbeitet? Weiß denn eigentlich dieses Unternehmen oder diese Personengruppe, wissen die denn eigentlich, dass sie auch als Beirat und Aufsichtsrat jetzt zur Verfügung stehen? Da vielleicht auch nochmal einen Kontakt anzuknüpfen, weil man ja schon mal zusammengearbeitet hat. Oder wie gesagt, als Speaker, weil man die Person schon mal gesehen hat und einen kleinen Eindruck hat, was die an Kompetenzen mitbringt. Ja. Unbedingt. Machst du ganz toll. also wenn ich jetzt so ein Mal nach Zahlen machen würde, ja, dann würde ich sagen, wenn ich eine Expertise habe, das würde es voraussetzen. Ne? Wenn ich eine Expertise habe, dann würde ich zu dir gehen, mich fit machen lassen für das Thema Beirat oder auch Aufsichtsrat und dann würde ich einen Podcast machen. Und ich würde mir meine Gesprächspartner so auswählen, dass das natürlich potenzielle Unternehmen wären, die mich interessieren, also Branchen, die mich interessieren, Persönlichkeiten, die mich interessieren, wo ich weiß, die haben vielleicht keinen Beirat, ja. Und die, mit denen würde ich mich unterhalten, ja. Das wäre mein Akquise-Tool. Parallel dazu baue ich mir eine Reichweite auf mit dem Podcast, das zum Thema Sichtbarkeit, ja. Und dann würde ich mich von dir immer wieder coachen lassen und dann habe ich eine Möglichkeit, das so selektiv auszuwählen. Ja, also wenn das irgendwie sympathisch ist in einem Podcast, ja, dann hast du ja die Möglichkeit, nach dem Podcast zu sagen, weißt du was, ich habe dich jetzt eine Stunde ausgequetscht und weiß genau, dass ich einen Beitrag leisten könnte. Wollen wir uns mal darüber austauschen? Ja, also, ja, ganz wertvoll und unbedingt. Vor allen Dingen, wenn man die potenziellen, die Zielgruppe sozusagen an Bord hat und für sich interviewt und wie du schon sagtest, gerade wenn wir, sag ich mal, wirklich so Richtung Mittelstand gucken, ne? Ganz viele Unternehmen haben das für sich noch gar nicht auf dem Schirm, einen Beirat zu installieren. Die haben sich darüber noch nie Gedanken gemacht und können das für sich noch gar nicht so beurteilen und sind aber immer sehr neugierig, wenn man dieses Thema dann anspricht, Richtung Beirat. Wenn sie sich erstmal damit beschäftigen, kommen sie schnell zu diesen
einen Druck und zu der Idee, dass das sehr wertvoll sein kann, um das Unternehmen voranzubringen. Weil für nichts anderes ist dieser Beirat dann da. Vielleicht auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Als Beirat habe ich immer versucht, schnell so Erfolgserlebnisse zu schaffen, weil das natürlich für einen Unternehmer toll ist zu sehen, wow, das Projekt haben wir und 4 Wochen später habe ich das Ergebnis weiter und so, ne? Also da gibt es so eine Eigendynamik, die sich da entwickelt. Vielleicht ist das auch so ein guter Tipp, zu sagen, so vielleicht kleinere Use Cases zu finden im Unternehmen. Also ich als Unternehmer überlege mir, der Prozess ist vielleicht zu kompliziert, geht es auch einfacher. Hier brauche ich was Digitales. Inwieweit kann mir KI vielleicht das ein oder andere Thema abnehmen? Wo habe ich wirklich einen Leidensdruck? Die Gefahr besteht, wenn ich das zu komplex mache, wenn der Use Case zu kompliziert ist am Anfang, dann überhebt man sich. Aber wenn ich das ein bisschen clustere, wenn ich diese Einfachheit da reinbringe und sage, okay, dieser kleine Prozess würde mir schon enorm helfen, wie können wir das machen? Sodass ich das mal ausprobieren kann und positive oder Erfolgserlebnisse habe, die natürlich auch in das Unternehmen strahlen, ja, und vielleicht meine Stakeholder überzeugen, meine Mitarbeiter mitnehmen, ist ja auch immer so ein Akzeptanzthema, ja. Ist das vielleicht ein guter Tipp, um praktisch in die Umsetzung schnell zu gehen, um nicht zu viel Zeit zu verlieren, Ergebnisse zu sehen? Ja, man sollte vielleicht nochmal beleuchten, dass der Beirat ja nicht operativ tätig ist, sondern der setzt ja nicht um, sondern der Beirat berät ja im Endeffekt ja, die Entscheider, die Geschäftsführung, die Inhaber, wer halt dann auch immer der Entscheider ist, ne? Da ist das ja die Unterstützung. Und der Beirat selbst ist ja nicht derjenige, der das ausführt, sondern wenn man mal schaut, dass der klassische Beirat sich da viermal im Jahr trifft, und dass die sich viermal im Jahr treffen und dann für einen Tag zusammensitzen, dann kommen ja da die Themen auf den Tisch. Und der Entscheider beziehungsweise die Unternehmerfamilie, der Gesellschafter, die haben ja eine Idee, was sie alles auch besprechen möchten an dem Tag mit ihrem Beirat. Ja, da geht es um alle Themen, die so ein Stück auch drängen. Und wenn dieses Thema KI zum Beispiel auf den Tisch kommt, so dieses, wie können wir uns besser aufstellen und KI besser in unserem Unternehmen installieren, dann kann ja jemand, der dieses KI-Thema bei sich hat als Beiratsmitglied, da ja Impulse geben. Aber er ist ja nicht der Umsetzer, sondern das Unternehmen nimmt dann diese Impulse und muss dann selbst in die Umsetzung gehen. Ne? Was natürlich der KI-Beirat machen kann, ist natürlich auch Kontakte herstellen. Ja, man erwartet eigentlich, also ich würde das immer erwarten von einem guten Beirat, dass das auch ein Netzwerköffner ist. Dass man da auch ja, ein Netzwerk öffnen kann und Kontakte herstellen. Genau. Sehr cool. Ich schaue ein bisschen auf die Uhr, liebe Ulrike. Ja. Ich glaube, wir müssen nochmal eine Fortsetzung machen. Sehr Vielleicht gerne. an dieser Stelle noch der Hinweis, Ulrike hilft uns, das KI-Beiratsnetzwerk weiter auf- und auszubauen von der Genius Alliance. Also wer da Interesse hat, gerne bei ihr melden. Sie kennt den Weg, wie man das werden kann und wie man vor allen Dingen daran auch Spaß hat. Das ist ja auch mal wichtig. Ich habe nämlich noch so eine kleine Q&A-Session mit dir vor. Ich habe so ein paar Fragen vorbereitet. Na dann. Ganz spontan, in einem Wort oder einem Satz, was dir dazu einfällt. Dann hau mal los. Was würde uns an dir, das sind so persönliche Fragen, meine Lieblingsfrage, was würde uns an dir überraschen? Gibt es irgendeine Eigenart oder ein Spleen, den keiner kennt, den du hier in diesem Podcast mit uns teilen möchtest? Ja, ich verdrehe sämtliche Sprichwörter. Aber vielleicht hast du das auch schon mitbekommen. Ich bin kreativer Geist, was das anbelangt. Ich drehe Sehr cool. Sprichwörter grundsätzlich um. Okay. Was hilft dir, produktiv zu bleiben oder zu sein? Hast du irgendein Tool, einen Prozess oder ein Ritual in dieser wilden digitalen Erstmal gut Welt? frühstücken morgens, gut frühstücken, Kaffee trinken und dann loslegen. Einfach mit Power loslegen. Ich brauche gute Laune und dann kann ich loslegen und dann bleibe ich auch dran. Und vor allen Dingen sollte man sich seine Vision immer wieder klar machen. Also sein Ziel. Was will ich denn eigentlich überhaupt machen? Und jemand, der sich vornimmt, Beirat zu sein, der muss das wirklich für sich verankert haben. Das ist kein Short-Prozess. Das dauert einfach ein bisschen länger. Und so ist das halt auch in sämtlichen anderen Themen. Wenn ich etwas wirklich will, dann erreiche ich es auch. Ja, Genau. cooles Tool, sowas zu visualisieren, also so ein Vision Board zu bauen. Ja, zum Beispiel. Genau.
Oder es Dann. gibt ja da auch verschiedene andere Boards wie Asana oder Ja. das Trello-Tool oder genau, oder ein Vision Board. Genau. Ja. Das ist cool. Welche Podcasts hörst du? Deinen. Das war die richtige Antwort. Das war ein Test. Das ist Gibt es da toll, noch ne? einen? Ja. Nein, natürlich nicht. Ja, ich höre verschiedene Podcasts von Selbstständigen, die ja in die Selbstständigkeit gegangen sind und ja ihr Geschäft aufbauen. Das finde ich immer ganz spannend. Ja, cool. Genau. Unternehmer-Podcast, ja. Welche Hoffnung hast du aufgegeben? Oh, das ist echt eine Frage. Meine Güte, Norm, welche Hoffnung habe ich aufgegeben? Ach, ich glaube, das habe ich gar nicht. Es gibt nie etwas, was ich, ja doch, es gibt eine Hoffnung. Ich wollte damals, als ich jung war, habe ich mir vorgenommen, in meinem Leben, bis wenn ich auf meinem Sterbebett liege, die ganze Welt umreist habe und einmal bereist habe. Das schaffe ich nicht Das habe ich nicht mehr. mehr. Genau. Okay. Nicht die ganze Welt, das schaffe ich nicht mehr. Okay. Welchen Fehler entschuldigst du am meisten? Zu spät kommen. Deswegen stelle ich die Frage immer am Ende. Zu Was? spät zu kommen. Ja, okay. Ja. Okay. Welche drei Interviewgäste kannst du uns aus deinem Netzwerk für diesen Podcast empfehlen? Oh, da habe ich eine ganze Menge, aber ich habe gesehen, du hast schon so viele tolle Ein Personen paar. in deinem Podcast gehabt. Wenn es Richtung Beirat und Aufsichtsrat geht, dann hast du den Herrn Botha schon mal interviewt. Dann hätte ich zum Beispiel von Kienbaum den Herrn Gottschalk, der Beirats- und Aufsichtsratsbesetzung als Personalberater macht. Ganz spannendes Thema. Und ja, könnte dir bestimmt noch viele mehr nennen. Lass mich überlegen. Jetzt habe ich dir schon zwei gegeben. Den dritten Okay, überlege ich mir einfach lieferst du noch. mir. Genau. Okay. Wir sind schon am Ende dieser Podcast-Folge. Ich habe noch eine Frage, das wäre die Abschlussfrage und damit das Schlusswort für diese Podcast-Folge und die würde ich gerne dir überlassen. Ich danke dir erstmal vielmals für deine Zeit, für dein Durchhalten unserer technischen Herausforderungen am Anfang. Ja, da steckt man halt einfach nicht drin in diesem ganzen digitalen Wahnsinn. Aber wir haben es geschafft und wir werden auf jeden Fall noch eine Fortsetzung machen. Du bist ja eh bei uns auf sämtlichen Plattformen und Communities und direkt auch ansprechbar. Aber meine letzte Frage ist, stell dir vor, es gäbe ein Plakat, das so groß ist, dass es jeder sehen kann. Was würdest du da drauf schreiben? Zeige dich und deine Kompetenzen für dein nächstes Beirats- und Sehr schön. Vielen Dank, Ulrike, für deine Zeit und wir hören uns wieder. So machen wir das. Ich wünsche dir alles Gute. Bis dann, Norm. Danke. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.